Hallo, wir sind in Niederösterreich gelandet und zwar, um genau zu sein, vor den Toren Wiens. Hier gibt es nämlich den Wiener Wald und die Wiener Alpen. Das sind beides hügelige Landschaften, die ideal fürs Mountainbike geeignet sind. Und genau das wollen wir in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Wir werden uns also auf das Fahrrad schwingen, also aufs Mountainbike und die Region und die ganzen Trails hier erkunden. Das ist ein richtiges Mountainbike-Paradies und wir freuen uns total darauf. Wir sind bei der Trailstation Hohe Wand Wiese gestartet und sind erstmal da ein paar Trails gefahren. Das hat super Spaß gemacht. Und jetzt sind wir hochgefahren auf die Sophienalpe und haben hier erstmal ein schönes Bergpanorama und auch gleich hoffentlich einen Blick auf Wien, weil es ja ganz in der Nähe ist, und werden hier noch ein paar Trails unsicher machen. Hallo zusammen, wir sind vom Wiener Wald aus Richtung Süden gefahren, in Richtung Wiener Alpen und sind jetzt hier in der Erlebnisarena St. Corona am Wechsel. Und vielleicht merkt ihr es schon, es schwingt so ein bisschen. Ich bin hier gerade auf einem Kletter- und Balanciergerät und davon gibt es hier viele im Motorikpark. Hier gibt es sogar einen Kitesurf-Simulator. Ist wirklich ja, sehr abwechslungsreich und sehr viele Dinge, die man hier erleben und sehen kann. Und nachher geht es noch weiter auf eine Sommerrodelbahn und auf einen Ameisenpfad.
So, der nächste Tag in St. Corona in der Erlebnisarena ist angebrochen. Ja, St. Corona ist natürlich ein interessanter Name und die Leute müssen sich bestimmt hier eine Menge Sprüche anhören, aber dafür sind sie alle relativ entspannt bei dem Thema. Naja, wir haben hier E-Mountainbikes ausgeliehen, sind gerade mit dem Shuttle auf den Berg gefahren. Jetzt geht es hier wieder runter. Es gibt hier die Wechseltrails, das sind verschiedene Trails aller Kategorien und ja, die führen runter ins Tal und die nehmen wir jetzt mal hier schön durch den Wald und gucken mal, was das hier alles so kann.